Mein Name ist Michael Hesse, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfter. Gegen 14.30 Uhr wurden die Löschgruppen Alfter, Gielsdorf, Ilpephofen und der Einsatzleitwagen aus Witterschlick sowie der Rettungsdienst des Rhein-Sieg-Kreises zu einem Wohnungsbrand hier nach Alfter-Ölkofen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es einen Brandgeruch gibt im Haus. Wir haben daraufhin umgehend den Löschangriff eingeleitet. Ein Trupp unter PA mit einem C-Rohr konnte allerdings den Brandherd schnell ausmachen. Eine Waschmaschine hat im Keller des Gebäudes gebrannt. Der Rettungsdienst hat vorsorglich die beiden Bewohner des Hauses in ein umliegendes Krankenhaus gebracht zur weiteren Behandlung.